Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2 Stay Human. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, obwohl jetzt gar nicht mehr so lang nach dem letzten Part. Zwar nach dem vorletzten Part ist es lang her. Oh, cool. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen. Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß, die ganzen, mit denen will ich mich die so ganzen Sounds anlegen. Ändern sich. Nice. Aber gut, ich will kurz zu Ende erzählen. Und zwar ist es nach dem vorletzten Part ja etwas länger her. Liegt. Du hast Kinder? Okay. Gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Alter. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Ja, stimmt, das haben wir schon gehört, aber während des Outros, deswegen habe ich nicht so ganz drauf geachtet. Alter, ist das eine bittere Welt. Ist das einfach eine bittere Welt. Ja gut, es ist schon etwas länger her, seit dem vorletzten Part und seit dem letzten Part ist es, glaube ich, auch ein Tag her. Also einen Tag Unterbrechung hatten wir. Aber jetzt bessert sich das Ganze, hoffe ich. Weil es gab ein paar technische Probleme. Ich hatte zwar noch ein Video in der Hinterhand, wollte das dann mit ein bisschen Versetzung nochmal bringen. Hat dann leider nicht ganz geklappt für einen direkten Anschluss. Aber jetzt geht's wieder. Treffen Sie Harkon im Krankenhaus. Ja, genau. Okay, stimmt. Wir wollten ja den Biomarker. Ich wollte erst Biosensor sagen, aber ja, das hat sich direkt falsch angehört. Ach so, hier. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Stimmt, bei Nacht roamen die Viecher immer und bei Tag sind sie immer in irgendwelchen Gebäuden drin. Stimmt. Alles klar. Das Schloss ist kaputt. Dann bin ich... Kein Problem. Such den alten Bus. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier drin erwartet, wollte ich sagen. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ja, alles klar. Gut, dann gehen wir außen rum. Und ich laufe falsch, aber ich... Na, nee, nee, ich gehe doch daher. Wir sind zwar noch nicht gestorben, aber würde ich daher gehen, bin ich mir echt sicher, dass ich dann da verrecke. Ach Moment, ich soll oben bleiben, ne? Gut, das tue ich dann am besten auch. Oh, scheiße. Boah, es ist dunkel. Es ist so verdammt dunkel. Okay, in der Aufnahme ist es zwar nicht so dunkel, aber hier bei mir ist es mega dunkel. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und ich finde es auch gut, dass es für euch nicht so dunkel ist, weil... Ich bin am Haupteingang. Gut, so habe ich dann die Atmosphäre. Und ihr könnt dann trotzdem vernünftig zuschauen. Genau so will man das. Treffen Sie Harkon im Krankenhaus. Okay. Hey, hier entlang. Großes Gebäude. Ach, da oben. Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Ja, okay. Gut, aber es ist ja oft so, wenn man einfach nur Geld irgendwo reinpumpt, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, was passieren könnte bei gewissen Dingen. Nur noch ein kleines Stück. Planung ist generell immer extrem wichtig. Sagt der Typ, der es nicht geschissen bekommt, täglich ein Video hochzuladen. Ich weiß! Aber... Ich bin ja auch kein Staatsapparat mit wer weiß wie vielen Leuten hinter. Die Tür ist verschlossen. Mhm. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar. Noch nicht? Und wenn du keinen Schlüssel hast? Marco, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Eben. Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ja, alles klar. Können wir ihm nicht... Suchen Sie einen Apfeleimern.
nach Fertigungsteilen für Dietricher. Okay, cool. Wir lernen jetzt anscheinend, wie wir Dietriche herstellen. Und ich sehe keine Abfalleimer. Suchen Sie in den Abfalleimern. Ach so, hier. Ich dachte, die werden über einen Raum verteilt. 3 von 5. Ach so, sind sie wahrscheinlich auch. Aber hier drüben sind nochmal welche. Ich habe halt eher an so... Ich hab Schrott gefunden. An so kleinere... Was kannst du Dietriche machen? Ja. Ich habe halt eher an so kleinere Abfalleimer gedacht, die halt so in den Ecken stehen. Aber gut, das sind dann eher so gesammelte Dinger. Gut. Sie können Gegenstände... was? Sie können einen neuen Gegenstand herstellen. Drücken Sie... Was? O? O, um das Fertigungsmenü aufzurufen, ja. Alles klar, gut. Dann drücken wir O. Sehr komisch. Sehr komische Tastenbelegung. Ich denke, ich werde das nochmal umändern müssen. Öffnen Sie verschlossene Türen und Behälter mit Dietrichen. Dietriche lassen sich auf einfache Weise aus Schrott herstellen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich damit oft bevorraten. Ich denke, wir können dann hinterher auch bessere Dietriche herstellen oder zumindest unser Skill-Level erhöhen mit den Dingern. Aber gut, wofür das noch brauchbar sein wird oder nützlich sein wird, was auch immer, werden wir dann später herausfinden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich hoffe, dass wir endlich mal aus diesem Tutorial rauskommen. Alter. Um ein Schloss zu knacken, müssen Sie die richtige Position für den oberen Dietrich finden. Bewegen Sie den oberen Dietrich mit Maus. Ja, alles klar. Dann bewege ich den mal mit Maus. Um die obere Dietrich-Position auszuprobieren, drücken Sie A, um den unteren Dietrich zu bewegen. Okay, ja gut. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Ah ja. Ja, okay. Darin war ich schon immer ganz gut in solchen Spielchen. Scheißdreck. Aber ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen wieder reinfinden in die Sache. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Eben. Er will ja auch eine Person finden und ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist in einer Umgebung wie dieser, wo man dann auch noch nicht weiß, wo die, in welche Richtung die Person vielleicht gewandert sein könnte. Was zum Teufel? Was war das? Was war das? Also er meint die ganze Zeit, ja, was zur Hölle, aber wir wissen ja, dass das die... er tut so, als wüsste er nicht, was das ist. Dieses Gefühl, was er die ganze Zeit hat, aber er weiß ja, dass er infiziert ist. Aber das gerade, das war neu. Ja, komm, lass dir helfen. Perfectly cut, Alter. Aber no, nice. Ah, Bullshit. Sch, los, hier lang. Daxon voraus. Bleib ruhig. Was ist voraus? Daxon? Was hat der gerade gesagt? Flashback? Anscheinend, ja. Nice. Adie. Mia? Adie, wo bist du? Das ist keine gute Idee, Mia. Wenn es das wäre, wäre es ja langweilig. Was tust du da?
Mia, nicht auf der Wand. Sei ruhig und gib mir deine Hand. Okay. Alles okay? Nicht so ganz. Ja, sicher? Mhm. Sprich mit mir. Was sind das immer für Auswahlmöglichkeiten? Tut sich da hinterher was? Können wir irgendwie mit den einzelnen Personen, das Vertrauen irgendwie steigern? Dass es da so unterschiedliche Level gibt, womit wir dann hinterher bei Personen irgendwie weitere Optionen freischalten können oder so? Oder was ist das? Oder ist das einfach nur, ja, wir können unterschiedliche Dialoge auswählen? Weil das wäre nämlich hart useless. Weil ich habe schon gehört, dass sich die Sachen, die wir auswählen, nicht wirklich auswirken werden. Aber inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Wir sagen es ihm einfach. Vielleicht hilft er ja Aiden, sich an irgendwas zu erinnern. Oder er meint so, ja, das wird uns weiterhelfen, irgendwas zu finden. Wir probieren es einfach. In so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Alles klar, Alter. Ja, aber er ist unser Partner. Heißt, ich denke, wir sollten ihm einfach mal ein bisschen mehr vertrauen und ihm auch, ja, Dinge einfach erzählen. Ich denke, dann können wir ihn zu einem brauchbaren Partner machen. Schlafende Schönheiten. Ja, Wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Sind das neue Arten? Das weißt du bestimmt schon. Ja, weiß ich. Ich finde das cool, wie das für den Spieler nochmal so gemacht wird. So, ja, das weißt du ja bestimmt schon, weil der Charakter weiß es ja. Nur wir als Person halt nicht, als Spieler. Das ist sehr interessant gemacht. Dann habe ich nochmal das Mikrofon. Ach du Scheiße, Alter. Das Mikrofon ein bisschen geändert. Also die Empfindlichkeit ein bisschen geändert. Ein bisschen dran rumgeschraubt. Ich möchte natürlich, dass ihr alle Geräusche, die ich hier mache, also auch so Geräusche, so S-Laute, dass ihr die... Okay, alles klar. Dass ihr die hört. Nicht, wenn ich irgendwie einen... Oh nein. War's das mit Stealth oder können wir noch weitermachen? Alter, die Musik, ist die geil.
Man hat halt manche Laute nicht gehört im Video, die ich hier gemacht habe. Wenn ich irgendwie ein Wort mit einem S angefangen habe, wie ich gerade schon versucht habe nachzumachen, dann hat man das einfach nicht gehört. Und ja. Oder wenn ich ein Wort damit aufgehört habe, einen Satz damit beendet habe. Zum Beispiel, wenn man irgendwie das oder so sagt, da hat man das S dann einfach nicht gehört. Und ja, das hat sich dann irgendwie immer mega komisch angehört. Also habe ich da einfach mal ein bisschen rumprobiert. Dass man das dann auch hier alles vernünftig hört. Ich weiß nicht, müssen wir uns so langsamer bewegen oder eher schnell an den vorbei einfach? Ich habe halt das Gefühl, je schneller man läuft, desto schneller füllt sich auch die Anzeige. Aber nein, so ist es nicht. Wir müssen uns ein bisschen schneller an denen vorbei wagen. Und dürfen einfach nicht nahe kommen. Alles klar. Gut. Was ist das? Chemie. Fieses Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Ja, ganz toll. Da wären wir wieder bei einfach zu machen, ohne sich vor Gedanken zu machen. Einfach so, ja, wir könnten das ja mal ausprobieren. Zack, nächstes Problem. Fucking verseucht alles mit irgendeinem Chemiemüll. Geil. Ja, alles klar. Und man sieht schon, ich bin gerade am Ausprobieren. Nochmal neu. Ich wollte es gerade nochmal ausprobieren, weil da oben so eine Punktanzeige kam. Man sieht, man kann durch ein bisschen herumspringen und klettern und so, kann man die ganzen Parkour-Skills. Wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Ja. Kann man den Parkour-Skill aufleveln. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist voller Drecksäcke. Das stimmt leider. Ja. Ja, komm, mach auf! Ah, okay. Wieder eine Cutscene. Wie sind das tatsächlich ein paar zu viele Cutscenes, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Sei vorsichtig, das ist instabil. Ja, also sollten wir uns vielleicht irgendwo versuchen abzuseilen. Und nicht einfach draufspringen. Scheiße. Ja, in der Tat. Ach komm schon, Alter. Es war so klar. Es war einfach so unfassbar klar. Ja, komm. Einfach da wieder hochklettern. Und ja. Klar. Warte kurz. Und weiterlaufen. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Ja, in der Tat. Vor allem, weil wir jetzt extrem viel Krach gemacht haben. Und das wahrscheinlich irgendwelche Viecher anlocken wird. Ach so. Ah, ja, ja. Ich schaff nicht. Den Skill haben wir ja nicht. Ich hab eine Idee. Was? Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert habe? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Okay. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GRI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Okay, ja gut, dass es geskriptet wird. Kommst du wieder zu Kräften.
Wir hätten es sowieso nicht schaffen können. Ich wollte zwar da hochspringen, dann ist mir aber eingefallen, ach ja, stimmt, das ist ja ein Skill, den wir erst brauchen. Dann wollte ich das normal probieren, halt nach links rüberklettern und dann weiter hoch, wieder nach rechts. Aber gut, geht ja anscheinend nicht. Na gut, GRE-Zugangsschlüssel. Ihr GRE-Zugangsschlüssel ist ein besonders raffiniertes Verschlüsselungswerkzeug, das spezielle Türen und Truhen öffnen kann, die mit dem GRE-Kennzeichen gekennzeichnet sind. Außerdem können damit versteckte Hemmstoffbehälter entdeckt werden. Der GRE-Schlüssel wird automatisch in der Nähe eines Hemmstoffbehälters aktiviert und zeigt die Entfernung zu dessen Fundort an. Halten Sie Q in der Nähe eines versteckten Hemmstoffbehälters gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden und dessen Fundort vorherzuheben. Hervorzuheben, besser gesagt. Gut, machen wir einen Kack hier auf. Geh mal runter. Wie? Nee, ich will runter. Dankeschön. Okay, da sehen wir schon mal ein paar Kisten. Warum sind hier so viele Cutscenes? Knappes Ding, Alter. Hat er ihn weggelockt? Er ist weggelaufen. Versucht, um rumzukommen. Nein, okay. Wenn wir den Schattenjäger auch versuchen zu killen. Die waren immer extrem stark. Klar. Oder sind wahrscheinlich auch noch extrem stark. Aber ich würde es halt trotzdem gerne mal probieren. Ist da, was ich meine? Einfach in Spielen. Mal was probieren. Okay. Einfach machen. Und nicht so viel nachdenken. Was oft zum Tod führt. Aber gut, wir wollen ja auch ein bisschen Action sehen. Habe ich recht? Genau so sieht es aus. Haut ab. Okay. Aber wir sind wirklich extrem schwach. Ah, hau ab. Wir sind extrem, extrem schwach. Und ich... Nee, nee, die Waffe ist nicht kaputt. Aber sie ist anscheinend echt ziemlich scheiße. Obwohl die auf den ersten Blick ganz gut aussah. Okay, machen wir mal die Taschenlampe an. Ihh, Alter. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, kann man auch Arme abtrennen? Und Beine? Nicht nur den... Ja, scheint so. Aber irgendwie, so brutal die Effekte auch sind, irgendwas fehlt noch. Ich finde, irgendwas fehlt noch. Dass man die vielleicht nicht nur an bestimmten Punkten abtrennen kann. Die Arme, sondern mal hier die Hand, dann irgendwie ab dem Ellenbogen oder auch mal hier ab dem Oberarm und ab der Schulter. Wisst ihr, was ich meine? Dass es einfach so ein bisschen realistischer wirkt, so ein bisschen lebendiger. Boah, ist das hier vernebelt nicht? Das hier rauchig alles. Staubig ist es. Genau. Wie wenig Damage machen wir?
Woher kommt er? Woher kommt er? Okay, lass immer auf den Kopf zielen. Ich denke, damit sollten wir eine echt gute Chance haben, die Gegner zu enthaupten und somit zu one-shotten. Okay. Plus 10 Fighting Skills. Und wenn wir ununterbrochen sprinten, dann werden wir anscheinend auch nochmal schneller. Nur wo konnte ich jetzt hier durch? Es gab doch hier irgendwo einen Durchgang. Ah nee, das ist eine... Okay. Das ist kein Durchgang, das ist eine... so eine Kleiderkammer. Ja, gut. Ich dachte, das wäre ein Durchgang. Ein Schrank, besser gesagt. Keine Kleiderkammer. Der sieht nicht wirklich nach Kleidung aus hier. Ist das noch? Nein. Ich dachte, das Vieh würde einfach noch ein bisschen chillen, um uns dann aus dem Hinterhalt angreifen zu können. Aber nö! Der ist leider schon tot. Ja gut, Alter. Versuch mein Bestes. Okay. Es war klar. Ah, schon wieder ein Flashback. Genau so sieht's aus. Mach den Scheiß da auf und weiter geht's. Ne, jetzt nicht blöd in der Tür stehen bleiben. Mach's zu. Was? War es der Schlüssel oder was? Aber so ein Navigationssystem eingebaut, Alter. Pigmente, okay. Können wir was zu zappen? Ah, nee, Münzen können wir hier. Nice. Hier finden wir auf jeden Fall schon ziemlich viele Sachen. Ich bin mal gespannt. Hä? Ah, wow. Also, das finde ich irgendwie auch noch ein bisschen kacke, dass man die Sachen nicht aus allen Winkeln aufmachen kann manchmal. Das ist ein bisschen komisch. Ich finde, das stört irgendwie den Spielfluss. Spielfluss, muss ich sagen. Hemmstoff. Okay, nehmen wir. Dreimal oder was? Okay. Hemmstoffe sind die einzige Möglichkeit, ihre maximale Ausdauer und ihre Gesundheit zu steigern. Es ist wichtig, diese Attribute zu steigern, da einige Fertigkeiten dadurch zugänglich werden. Jedes Upgrade erfordert 3 Hemmstoffe. Wenn Sie die finden, wechseln Sie zum Menü Fertigkeiten, um Ihre Werte mit einem Stufenaufstieg zu verbessern. Hemmstoffe finden Sie in GOE-Kisten, die an den Orten GOE-Quarantäne und GOE-Anomalie verborgen sind. Also die Dungeons quasi. Nice. Bei Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade können auch zusätzliche Kisten entdeckt werden. Okay. Fähiges Upgrade von Ausdauer oder Gesundheit, benötigen Sie 3 Hemmstoffe. Wählen Sie jetzt Ausdauer, um höher klettern zu können. Okay, müssen wir. Ja, mach ich doch. Ach so. Ah, ich muss halten. Okay. Durch Immunität können Sie länger in der Dunkelheit bleiben. Die Immunität erhöht sich automatisch bei jedem Stufenaufstieg der Gesundheit oder... Quatsch, der Ausdauer oder Gesundheit. So rum. Okay. Was ist los? Hab den Hemmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück.
das auch irgendwelche Nachteile? Weil uns wurde ja gesagt, dass das eine ziemlich starke Droge ist und dass die auch Risiken birgen könnte. So könnte ich mir auch vorstellen, obwohl es fest verbaut ist in das Spiel, da war das einfach nur so Gelaber irgendwie. Also manche Sachen sind irgendwie richtig komisch in diesem Game. Wie kann ich jetzt runter? Hä? Würd gern, wenn ich hier hänge. Okay, mit C. Mit C kann man sich fallen lassen. Okay, gut. Gut, wir nehmen hier natürlich noch alles mit, was geht. Und sehen dann zu, dass wir rauskommen. Einhändiger Stock. Okay. Kann das als Waffe benutzen, oder was? Hallo? Nice. Oh nein. Mach lieber schnell. Ich bin mir sicher. Hakon! Beeil dich. Ich hab die Marker gefunden. Ah, okay. Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass er sich in einer schwierigen Lage befindet hier, aber nö. Bald geht die Sonne auf. Anscheinend hat sie ihn einfach nicht gejuckt. Hat da schon ein bisschen gekramt. Nein, infiziert, aber bereit loszulegen. Das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du verwandelst dich gleich. Geht's Licht schnell? Holy shit. Lauf. Ja, dann let's go, Alter. Der erste Jump'n'Run-Abschnitt. Nice, Alter. Ach du Kacke. Ja, das hat auch noch gefehlt. Nein, wir wollen nicht aus Scheiße aus. Wir wollen hier raus. Das ist nice, Alter. Holy crap. Okay. Das war vor allem richtig cool. Du ohne mich tun, Pilger, hm? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Man will sich natürlich irgendwo niederlassen, aber klar, wissen tut man es nicht. Vielleicht hat Hakon ja einen klugen Rat für uns. Weiß ich noch nicht. Seltsam. Dafür ist noch genug Zeit, wenn ich sie gefunden habe. Ja. Wenn du sie gefunden hast. Das ist erstmal das Allerwichtigste, sie zu finden. Wir brauchen also noch gar nicht irgendwie groß Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Mhm. Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Du hast ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Hilfst du mir? Oh, das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Ja, Mann. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Hm? Was sagst du? Wir packen Mega Bock. Aufeinander auf. Wie klingt das? Abgemacht. Okay, dann mal los. Go.
Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hole das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Bis dahin, sieh dich um. Lass dich gehen. Ja, Mann, werden wir. Komm schon. Ich zeig dir was. Alter. Dieser Abschnitt war ultra geil. Ich hoffe, davon wird es ein paar mehr geben. UV-Zauberpilze. Alles klar. Ah, okay. Nice. Ja, ich hoffe, von solchen Chase-Abschnitten wird es ein paar mehr geben. Oder zumindest von solchen Jump'n'Run-Abschnitten. Ich habe ja schon erzählt, dass es im ersten Teil so ein paar Parcours ja, Minigames gab. Und ich hoffe, die gibt's hier im zweiten Teil auch wieder. Und ich dachte auch eben, er hätte uns irgendwie verraten oder so, weil er meinte, ja, es tut mir leid oder so. Alter, da habe ich schon einen Schrecken bekommen. Weil eigentlich war Harkon mir echt sympathisch. Ich habe ihn als Charakter direkt gefeiert. Und wenn er uns jetzt betrogen hätte, das wäre, also, das wäre richtig kacke gewesen. Zwar absehbar, aber richtig kacke. Und als nächstes will Harkon uns irgendwas zeigen. Aber das erst im nächsten Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wo wir dann sehen, was er uns zeigen möchte. Ciao.